Wir befinden uns immer noch in den Wäldern von Kui oder wie auch immer dieser mysteriöse Wald ausgesprochen wird. Da oben steht es nochmal Kuoi und ich habe mich jetzt auch gar nicht groß weiter mit dem Spiel beschäftigt, weil ich Angst hatte, naja, wir sind ja gerade hier im Wald. Es gab gerade eine Einführung in die Rezepte und jetzt vorne weglaufen, das habe ich mir nicht getraut. Das machen wir schön als gemeinsam. Also, es ist nichts Spannendes passiert. Offscreen habe ich gar nichts gemacht. Und jetzt geht's auch direkt mal wieder ans Eingemachte. Wir werden mal hier die ganzen Kämpfe so ein bisschen ausweichen. Ja, wobei, ein paar können wir schon mitnehmen. In unserem Wissensalmanach steht auch drin, dass wir, je öfter wir einen Kochskill benutzen, unser Kochrang steigern kann. Aber wir haben dann nicht so viele Zutaten. Wasser machen können wir. Wir sollten es schon ausprobieren. Ob das wirklich stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die erste Kochstufenerhöhung nicht lange auf sich warten lässt. Vielleicht reichen ja die Items schon aus. Wir hatten ja 5 Eier bekommen und 5 Brote. Werde ich alles schön versemmeln, auch wenn wir es nicht brauchen. Hartkettenpanzer. Ja, schön. Kann Juri direkt mal ausrüsten. Dann ist doch hier in dem... Ach, ich hab's ja schon gekauft. Mist. Hätte ich mal Geld gespart. Aber ich werde es nicht weiterverkaufen. Irgendwann gibt es hier im Spiel wohl die Möglichkeit, mit den Items auch mehr anzufangen. Synthese ist das Zauberwort. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und ich habe auch gelesen, dass viele von euch das Spiel auch zugelegt haben, was ich sehr begrüße. Also von daher gar nicht großartig hier das Spiel verfolgen. Erstmal selber spielen, damit man sich nicht spoilern lässt. Also diejenigen, die das so machen und leben, die machen das richtig. Ja, anscheinend sind die Rollenspielliebhaber doch nicht ganz ausgestorben. Nichts ist mit Fortnite. Ja, es ist ja immer noch das Spiel des Jahres, was am häufigsten gespielt wurde, wenn ich mich nicht täusche. Also Spiel des Jahres ist es jetzt nicht geworden. Oder ist es das geworden? Gibt bestimmt ein paar Spieleseiten, die haben auch Fortnite genau zu diesem Spiel des Jahres auserkoren. Und weiß irgendjemand, wie viel da an Umsatz generiert wurde? Würde ich mich jetzt mal so spontan interessieren. Aber der gängige Spieler im letzten Jahr, das war bestimmt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fortnite-Spieler. So, und hier kann ich nichts machen. Aber solange wir Rollenliebhaber oder Rollenspielliebhaber immer noch schön versorgt werden mit solchen Spieleperlen, ist doch unser Leben auch in Ordnung. Und ich warte auch so verdammt auf Age Odyssey Nexus. Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, es wird das letzte Age Odyssey sein für den 3DS und das wird mitgenommen. Und wenn ich mich da an das letzte Let's Play zurück erinnere, den Fafnir Knight, da fällt mir immer wieder Bertrand ein. Einer der besten und coolsten Charaktere, die ich je in einem Rollenspiel gespielt habe. Und das einfach so in einem Teil wie Age of Odyssey, wo es ja gar nicht so großartig um die Story geht. Aber die war cool. Und ein Charakter wie Bertrand, den hätte ich hier in dem Spiel auch gerne. Oh, wir wittern Gefahr. Rapid, Knot. Das ist wohl die Pfeife zu tief im Maul. Hm? Stirbt Buntbär? Da hat sich irgendjemand im Busch versteckt? Hat einen Überraschungsangriff geplant und hat sich aber vorher schon verraten. Okay, er sollte mal ein Mini-Barbar werden. Er hat den Wummel-Attackenskill drauf. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Ja, Hand abschlagen. Und ins Gesicht winkeln. Ja, ein Hund. Ja, totstellen. Ich schmecke nicht gut. Du kriegst doch nicht frei, wenn du mich isst. Ja, jetzt wird's lustig. Vor allem, was macht denn so ein Knubs hier in dem Wald, der verflucht sein soll? Alleine vor allem. Er ist in einer Gilde. K-
Carol. Carol Keppel von der Gilde der Jagdklingen. Und die suchen nach wilden Monstern. Vielleicht gehört ja der sogar zu dieser einen Gruppe, die sich im letzten Part noch aufgeregt hatte. Guck mal, der trägt eine ziemlich große Tasche. Vielleicht ist das so eine Art Transportkind, was die undankbare Aufgabe bekommen hat, einfach nur Sachen von A nach B zu schleppen. Ich bin Yuri, und ich bin Esther und Rapido. Ja, so ist es. Ja, das war's und tschüss. Na, hey Yuri, warte doch mal. Du kannst doch nicht hier einfach so im Wald lassen. Wir fragen auch gar nicht großartig nach, warum der uns attackiert hat. Hä? Aber wir sind dann noch mittendrin in den Wäldern. Habe ich irgendwas verpasst? Eine Buntbeeren. Yuri, stimmt's? Nee, das zweite Mal schon, fällt der Begriff. Dann kommt er noch. Oder ist das seine Eignungsprüfung? Soll er in den Wald gehen und da irgendeinen Buntbären erjagen? Bevor er aufgenommen wird in die Gilde. Ja, er ist der beste Kämpfer der Jagdklingen, sagt er von sich selbst. Er hat die Axt in der Tasche? Eine Blastia-Axt? Haben wir aber auch. Ach, was, ihr habt hier noch eins? So ein Mist! Ein weiteres Büchlein. Hier ist der für dich. Du kannst lesen. Das ist also unser Monster-Kompendium. Ich habe mich schon gewundert, weil ich habe ja auch genau geguckt, wo ich die ganzen Monsterlisten finde. Und wir haben die Möglichkeit, da schon mal nachzuschauen, aber da gab es keine genaueren Infos. Das heißt, wir haben jetzt endlich ein Buch, wo wir selber die Informationen reintragen können. Und wir lassen echt die Truhe schon wieder links liegen. Geht's noch? Buch der Monster. Und Carol hat sich der Gruppe angeschlossen. Jetzt sind wir zu viert. Rapido ist was? ラピードが爪があるのに爪とか牙使うのは犬の戦い方だしな。え？だってラピードは犬ですよね。ラピードはラピードって生き物だよ。何それ？なんであれ？こいつは自分のこと犬だと思ってない。だから武器を使って攻撃するし道具も使う。 でもだからといって自分のことを人間だとも思ってない。よくわからないけど、気ぐらいのようなものを感じます。だろう？敬えよ。ねえ、ユリ、もしかしてラピードの言葉訳してる？気のせいだろう。Also ich glaube, Rapid ist kein normaler Hund. Ich meine, gut, das wird sicherlich jeder glauben. Was ich damit sagen möchte, der ist bestimmt sowieso kein Hund. Vielleicht ist es irgendein Mensch, der verwandelt wurde in einen Hund und ist eben wirklich verflucht. Wir wissen auch gar nicht, seit wann Yuri und Rapid zusammen rumhängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich von klein auf kennen. Weil das ist ja auch wirklich nicht normal, dass ein Hund da Pfeife raucht und mit dem Schwert kämpft. Trank des Lebens. Also irgendwas hat es mit dem Hund auch auf sich. Der hat auch sehr viele Narben. So, jetzt sind wir aus dem Wald draußen. Oder kommt der Buntbär nochmal? Oh. Und der Blastia-Kern, der aktiviert sich von selbst.
doch nicht. Er reagiert auf einen anderen Menschlein. おしゃべりできる仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細く。じゃなくて退屈でさ。ああ、そうだな。ああ、カロル、後ろに魔物が。で、悪い。見間違いだった。ちょっと、脅かさないでよ。急に賑やかになりましたね。 Ja, das kann man wohl sagen. Aufregender ist wohl der richtige Begriff. Er meinte, Hallur liegt im Norden, das heißt, wir müssen dahin. Aber ganz ehrlich, das Ding ist doch so auffällig da hinten, da dieser Baum. Da gehen wir zuerst hin. Ich habe auch nochmal in der Spielebeschreibung, die das Spiel dir auch gibt, selber. Kannst ja ein paar Sachen nachlesen, in so einem Kampfhandbuch. Da steht auch drin, dass man unterschiedliche Kombos machen kann und man selbst herausfinden soll, welche Kombo einem am besten liegen. So, jetzt haben wir auch Rückschritt gelernt. Sehr nice. Und ich habe es nicht angewendet. Das heißt, es reicht wirklich vollkommen aus, das nur im ausgerüsteten Zustand auch zu halten. Und dann musst du nur kämpfen. Oft genug kämpfen und dann kriegst du das Ding einfach so erlernt. Was ist jetzt das hier? Ist das Hallur? Nein, unwahrscheinlich. Wobei, es ist ja auch im Norden. Irgendwo. Das Hallur? Fragezeichen? Tatsächlich, das ist doch Hallur. Und es weht nur ein Wind. Keine Menschen hier. Naja, wo sind die ganzen Blüten? Ja, weiß ich nicht. Sehen wir eine? Die Barriere bei uns in der kaiserlichen Hauptstadt, die sah ja wohl auch anders aus. Was heißt, sie sah anders aus? Also man hat sie überhaupt erstmal gesehen und hier sehe ich nichts. Es gibt eine Baumbarriere. Ach, das wird ja immer genialer. Aber hätte das nicht Estelle auch schon wissen müssen, wenn sie so belesen ist? Blastia können also tatsächlich auch verschmelzen mit Pflanzen und erwerben somit organische Eigenschaften. Sie hat es natürlich doch gelesen, aber es fällt ihr ja natürlich spontan erst dann ein, wenn es zur Sprache kommt. Guck mal, alle sind sie niedergeschlagen. Wir wissen nicht warum. Ach, deswegen, verstehe. Naja, aber hat dann die Blastia, auch wenn sie geschwächt ist, nicht dann trotzdem irgendwo den Nutzen, den sie erfüllen sollte? Wäre schon blöd, wenn das Organische, also die Schwächen eines organischen Körpers, einer Substanz, mit übertragen werden auf das eigentliche Gerät. Na, die ist natürlich dann auch hinterher, ist ganz klar. Die kann kein Elend sehen. Wir haben uns von Esther und Carol getrennt? Ich würde eher sagen, die haben sich von uns getrennt. Das ist eine Fehlinformation gewesen. So, kann ich hier rein? Das ist schon das Haus des Bürgermeisters. Direkt die erste Anlaufstelle. Und auch hier keine Menschenseele. Das ist der Ratssitz. Wasser fließt aus einem Baumstamm. Aber nette Hütte. Da hatte hier so ein riesen Baum stehen. Ein weiteres magisches Auge nimmt man dankend an.
Ah, wir hören zumindest hier ein bisschen Vogelgezwitscher. Und einen weiteren Gummi. Haben wir schon erstmal das Haus des Bürgermeisters geplündert? So, da lag ein Pilz. Hat aber kein Item abgeworfen. Vor allem hieß es nicht, dass wir... Also Juri, ein Mensch, der nicht wegschauen kann, wenn andere in Gefahr sind? Hier in der Stadt hätte es ihn aber jetzt nicht gejuckt. Da sind Estelle und Carol ein bisschen energischer unterwegs. Laden Regulus. Das Ding sieht so auffällig aus. Ich will ja irgendwie interagieren, kann ich aber nicht. Ja, und der Ladenbesitzer, der hat erstmal keine Waren, weil er sich bestimmt auch Sorgen um den Baum macht. Oh, wir sind machtlos. Wir können nicht mal den Menschen von Haluan helfen. Die kommen doch nicht mal von hier. Wo sind denn die Menschen von Haluan? Bin ich verletzt? Nein, nein, nur starke Angst. Das heißt, wir haben den Angriff auch gerade verpasst? War denn der Angriff, der auf uns ausgeübt worden ist, hat er hier vorher schon stattgefunden? Vor allem, wir haben die Leute das geschafft, diesen Angriff abzuwehren. Mit dieser Verletzung kann ich auch nicht sogar schnell bist. Oh, zum Glück sind die Kinder sicher, die im Haus Schutz gesucht haben. Schauen wir doch mal. Sind die Kinder hier im Schutz? Hier schon mal ein Speicherpunkt. Brauchen wir aber nicht. An alle Porträtmaler. Wer glaubt, den besten Leuten malen zu können, melde sich. Ob auf Papier, Blättern, Baumrinde. Wir nehmen alles an. Sendet eure Beiträge einfach der echte Lloyd. Wer ist ein Lloyd? Tür ist verschlossen. Auch die ist verschlossen. Ach, und hier ist offen. Haben sie nicht alles abgeschlossen? Ne? Zwei Bettchen haben wir. Naja, für mich und Rapid. Da muss wohl Estelle im Stehen schlafen. Ah, es war wieder irgendein Gummichen. Also eines sollte klar sein. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, dass der Baum wieder zu Kräften kommt. Was auch immer dafür gemacht werden muss. Mal wegsehen können wir nicht. Gute Frage. Sind wir denn eine Meisterin? Ach, Geld. Genau. Ich will kein Geld. Ich will nur euer Hab und Gut. Ach, Worte des Dankes sind doch schon Dank genug. Also irgendwie scheinen die kaiserlichen Ritter auch nicht gerade gut dazustehen. Bei jedem Menschen hier, kann das sein? Ja, Unterstadt hat schon gemeckert. Jetzt haben wir hier die nächste Stadt, die meckert. Auch diese eine Gildenleiterin hat auch schon gemeckert. Ja, ist auch so. Die schützen ja erstmal ihr eigenes Reich. Das muss Flynn sein. Deswegen hat es auch der Ort geschafft. Der hat ausgeholfen. Da muss der es richtig drauf haben. Ansonsten helfen die Gilden hier anscheinend aus. Ach, und der ist gar nicht allein unterwegs. Flynn ist mit einer Truppe zusammen. まだ町にいるんですか?
Ja, super. Wenn es genau der gleiche Magier ist, der in Unterstadt auch reparieren sollte, na Prost Mahlzeit. Naja, ideal wäre es natürlich, wenn er nach Aspio gegangen wäre. Wenn dort die Magier sind und wir suchen ja auch Mordio immer noch. Wir warten doch jetzt nicht hier. Das ist unser Yuri. Von wegen nur ansehen. Der wird sofort erstmal bestimmt helfen. Ja, na, wenn wir sowieso hier warten sollten, dann haben wir doch auch Zeit, den Baum zu untersuchen. なんか妙なこと考えてるような気がするんだ。見込んでだろう。自分と似てるから余計にそう思うんですね。俺とあいつが似てる？ええ。なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか。だから私嫌いにはなれないです。不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で意外と人を見てるんだなと思ってな。 Das wollte ich aber auch gerade sagen. Die ist kaum mit uns unterwegs, aber ist natürlich psychologisch. Hat sie alles schon gelesen und studiert, was es zu studieren gibt. Also was für eine Menschenkenntnis. Wir sind also zu stolz. Könnte sein. Na, die Gilde möchte ich ja mal sehen. Ihr? Er wollte ihr die Blumen von Hanur in voller Blüte zeigen. Macht er etwa alles für eine Frau? Nee, also jetzt sollten wir ihn auf keinen Fall alleine lassen. Guck mal, der braucht auch unsere Unterstützung. Einfach so eine heilende, helfende Hand auf den Kopf legen zum Beispiel. Das ist eine Aufgabe für Estelle. Das sind aber gute Kinder. Die sollten trotzdem nicht nach draußen gehen. Und ich sag nochmal, wir sollten mit Carol nochmal sprechen. あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。それは無理もないけどさ。皆さんが安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。Wir werfen mal einen kurzen Blick auf den Ladenbesitzer, ob der was Cooles hat für uns. Ja, wir gehen auf Kaufen. Und tatsächlich. Das ist ja wie abgestimmt. Wir haben gerade eben den Skill erlernt und können uns jetzt was Neues holen. Das ist natürlich richtig, richtig cool. So, Schapka brauchen wir zweimal. Für mich und den Hund. Und das Band brauchen wir nicht. Oder hat das Band einen Effekt? Nein. Er sieht einfach nur sehr süß aus. Bünne kaufe ich mir ebenfalls. Kettenpanzer hatten wir ja noch nicht. Wir hatten einen Hartpanzer oder sowas ausgerüstet.
Und eine Lederjacke für den Hund. Sollte auch einmal ausreichen. Na bloß gut, wir haben ja nochmal nachgeschaut. Bewegung geht um 1 nach unten, macht aber nichts. Wir haben Verarzten und Ausweichen. Was das letztendlich beinhaltet, keine Ahnung. Gucken wir uns später alles nochmal an. Das ist schade, dass er nicht die Waffe von Yuri übernehmen kann. Also doch, nicht alle Waffen kann sie tragen. So, und damit kann es auch losgehen. Nur, wo ist jetzt hier der Eingang zum Baum? Ich denke, das wird schon der richtige Weg sein. Vor allem, ich habe jetzt so oft Age of Odyssey gespielt, dass ich echt denke, hier gibt es einen Eingang. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja ein Baum. Normalerweise dürfte es hier gar keinen Eingang geben. Es ist einfach ein Baum. Warum sollte hier überhaupt ein Eingang sein, der in den Baum hineinführt? Aber wer weiß, solche großen Bäume haben ja meistens immer unter den Wurzeln irgendwelche Altare. Und die Blüten sollten in dem Moment aufgehen? Na, dann was für ein Zufall. Sind wir genau richtig da. Gute Antwort. Nicht die Menschen sollst du helfen zu heilen, du sollst dem Baum helfen zu heilen, denn das heilt automatisch auch die Menschen. Oh, wir reden sofort ins Gewissen. Ja, also erstmal den Baum halt heilen. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Stelle, die markant, weiß ich nicht, zerstört ist. Aha. Der ist nicht nur durch den Angriff so zugerichtet worden. Und warum? Ist er sich da so sicher? Naja, der ist erstmal geknickt. Aber vielleicht tut ihm das auch gut, wenn man ihm so eine Aufgabe erstmal anvertraut. Mach das alles nur, Gimbock. Aha, der weiß warum? Nee, ich sehe ganz normale Bodenfarbe. Ist doch Dreck, oder nicht? Ganz normal. Okay. ハルルの木を枯らしてるの。なんと魔物の血が。カロルは物知りなんですね。僕に聞かれば。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか。ねえ、だって、ボンベ angesprochen. Orio? あるけど。 なんだよ? あのシアボトルがあれば直せると思うんだ。 Hä, aber wieso jetzt Allheilmittel? Der hat doch gerade was gequatscht von Buntbären. Oder gibt der Buntbär eine notwendige Ressource, um ein Mittel herstellen zu können? Hanabira が空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。
ユーリと話してても、なんだか楽しくありません。Naja, so eine Qual wird es wohl nicht werden. Die werden das dann eher durch... Ich kann mir vorstellen, dass sie hier so ein Fest feiern und dann die Blüten für irgendwas anderes benutzen. Vielleicht sind die auch dann so eine Art spezieller Dünger für irgendwas anderes. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sogar eine schöne Szene, die das Blühen des Baumes uns auch dann nochmal vorzeigt. Hey, いらっしゃい。パナシアボトルはあるか。あいにくと今。Dachte ich mir schon. Was ein Zufall. 素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作る。エッグベアの爪とニアの実。ルルリエの花びらの。Buntbeerenklaue, alles klar. Eine Nia-Frucht. Was auch immer das ist und wo auch immer ich das herbekomme. Und Luluria Blütenblatt weiß ich auch nicht. けど。パナシアボトル、先日も同じことを聞いてきたガキがいたん。ハルルの木を直すんです。え？パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけど。なるほど。あの、ニアの実ってどういう。Vielleicht draußen im Schlachtfeld. Da gibt's ja Orte tatsächlich, Punkte, die man abgrasen kann. エステルが森でうまいうまいって食ってた。Ah, die Frucht, die sie gefuttert haben.エッグベアは？悪い。魔物は専門外だからよく知らないんだ。Sind ja auch komisch. Der weiß, dass er eine Buntbeerenklaue braucht, kann aber nicht zu diesem Buntbär sagen. 魔物狩りをなりわいにしてる曲がりの剣の人。あいつ、そのと。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの花びらさ。普通なら魔導樹脂を使うんだけど。でも花はか。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから。わかった。そ。Oh, es beginnt eine Sammelmission. Okay, also erstmal zum Bürgermeister. Ich hoffe, er ist jetzt auch in seiner Hütte drinne. Der sollte uns ja ohne mit der Wimper zu zucken eines dieser Blätter abgeben, wenn er weiß, für was das ist. Nein, er doch. Da ist jemand. Hier, guck mal.War die Person von auch schon da? Aber wo ist der Bürgermeister? Es muss ja eine ältere Person sein. Vielleicht war es sogar dieser eine Zottelhaar-Typ, der uns oben schon hinterhergelaufen ist. Ist er das hier? Wer ist der Bürgermeister? Oder können wir hier ein Event triggern, wenn wir den anquatschen? Carol, Kuoi no Mori ni ikuzo. Mori de itte taro.エッグベア覚悟って。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？え、な、warum denn nicht? Der Ladenbesitzer, der wusste doch auch Bescheid. 嘘ついてんのか？だったら、俺はお前の言葉にかけるよ。ユーリ、もう、しょうがないな。Na, siehst du, und schon hat er wieder ein Lächeln im Gesicht. Sehr schön. 私たちで結果、エステルも来るの？当たり前じゃないです。フレン待たなく。直すなら木を直せって言ったのはユーリですよ。ならフレンが戻る前に木。Aber woher wollen die wissen, dass das Flynn hier auch zurückkommt? エステル、何見てるの？この辺の地図ですよ。どれどれ？ってなんだよこれ。白紙ばっかりじゃん。これじゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです。地図といえば測量ギルド。それも。ペンチの穴蔵のは本当にすごいんだから一流ギルドの人間ならみんな持ってるんだよその理屈で言うとカロルも持ってる Hat er bestimmt nicht 見せてくれよ僕くらいになると Ja, gute Ausrede Ich brauche keine Karte Alles im Kopf drin それは残念ですぜひ見たかったのに Es gibt also extra auch Gilden, die kartografieren Auch ziemlich coolAber ich glaube nicht, dass wir dann irgendwann eine so eine Karte kriegen werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil das Spiel lebt ja davon, selber alles zu erkunden. Nimmt ihr auch den ganzen Erkundungsreiz dann weg. Aber wo ist der Bürgermeister? Ich meine, gehen wir dann doch erstmal in den Wald rein. Hier, der hier. Ich dachte, der ist das. なるほど。ルルリエの花びらは
Die werden im Schatten getrocknet, ein halbes Jahr lang. Hat nur noch eins? Er gibt uns sein letztes Blatt. Na Gott sei Dank finden wir das beides in den Wäldern. Nee, der hat Hunger vielleicht. Also wisst ihr, was ich bei dem Spiel so richtig gut finde? Das, was die erzählen, das hat immer so Hand und Fuß. Das ist so, wie man halt, weiß ich nicht, ich stell mir gerade vor, ich bin selber in dieser Welt und würde halt irgendwas quatschen und die erzählen meistens genau das, was man auch irgendwo erwartet. Und das ist halt schon ziemlich cool. Oh, was ist denn das? Das ist ein neues Monster. Monster haben auch Anfälligkeiten gegen Elemente. Okay, also bei dem Monster unbedingt am Anfang erstmal blocken. Der soll zuerst angreifen. Und hier ist doch das verschlossene Tor. Hier kam er her, ne? Ja. Ob wir hier wieder rein können oder ob die uns dann einfach abservieren? Festung Daidon, ich kann hier nichts machen. Das Tor scheint noch verschlossen zu sein. Ich weiß auch nicht, ob es hier in dem Spiel sowas gibt wie rare Monster. Aber wenn wir sowieso jedes einzelne Monster irgendwann auch mal auflisten müssen, dann wäre es an der Zeit. Auch ein bisschen so die Augen offen zu halten, ob da irgendein Monster gerade spawnt. Was auch schnell wieder weg sein kann. Wie bei Final Fantasy, diese Kaktoren zum Beispiel. Würde mich nicht wundern. Aber bisher habe ich das Gefühl, dass ich nichts übersehen habe. Aber falls ich was übersehen hätte, dann ruhig mal reinschreiben. Und da sind wir wieder. Am Ursprung des Verbrechens. Gute Frage. Woher die kommen? Weiß keiner. Das ist auch eine neue Information. Also ziemlich selten sind die. Dann ist es wirklich eine berechtigte Frage, warum wir ausgerechnet sowas haben. Ich meine, warum Estelle das hat, das kann man sich schon denken. Sie ist ja auch eine besondere Person. Also warum soll sie auch nicht was Besonderes besitzen? Aber trotzdem auch interessant. Auch wenn die Gilde 1 bekommt, warum sollte er denn das abkriegen? Die Leute von der Ruinenpforte, die können Blastia ausgraben. So die offizielle Aussage. Da ist auch was dran. Denn wir haben ja auch in dem Wald einer dieser Blastia-Kerne gesehen und wir hatten ja letzte Folge auch die Information bekommen, wenn sich da zu viel R ansammelt. Und das scheint wohl bei diesen Blastia-Kernen oft der Fall zu sein. Also wie das zusammenhängt, weiß man auch noch nicht. Ja, da wird von beiden was dran sein. Also die sind bestimmt irgendwo gefährlich und das Kaiserreich will auch bestimmt sicherlich selber alles haben. Ein Abschiedsgeschenk. Sicherlich von Flynn.
前のご主人様の形見だ。選別って盗品なんじゃ。あ、私は。Oh, sie sagt's nicht. Ist gemein. 貴族のお嬢様なんだからブラスティアくらい持ってるって。Oh, ich hätte sie ausreden lassen. Yuri, was machst du? やっぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもん。バカ言ってねえで。さっきんとこにニアの見取り。Und das Gespräch wirft weitere Fragen auf. Der hat sowas von keinen Bock.Und weg ist er. Und sie macht die Augen zu und quatscht weiter. Lapido? Oh mein, dare ni mukatte jikoshoukai shiten da? Watashi, makemasen. Also ich würde es mit Nahrungsmitteln probieren. Weil Tiere springen ja auf Nahrung eher an. Und wenn die wissen, welcher Mensch dir oft zu futtern gibt, dann sind die einem gegenüber auch sehr frohgesinnt.Wir haben aber hier den besonderen Umstand, dass Rapid aber kein normales Tierchen ist. Wir haben zumindest immer, was das Kochen angeht, Erfolg. Aber hat sich irgendwas getan? Hat sich der Kochrang schon mal irgendwie signifikant verändert? Ich denke nicht. Aber wir können zu viel auch kämpfen.Und spätestens jetzt dürfte einem auch auffallen, dass dieses nach oben werfen des Gegners, das scheint sehr effektiv zu sein. Auch wenn wir zwar selber nicht angreifen können, guck mal, das ist doch hier bestimmt irgend so eine Pflanze, die du verbrennen kannst. Da hätte ich dann noch einen Weg weiter und wir waren hinten noch nicht. Also von daher, irgendwelche Skills suchen, die genau das auch schaffen bei einem Gegner,Das ist sicherlich sehr, sehr hilfreich für die Zukunft. Aber ich würde gerne selber so Skill an Skill aneinander reihen. Klappt aber bisher noch nicht. Ihr kannst ja nochmal probieren. Nee, das dauert. Das dauert einfach zu lange.Aber wer weiß, vielleicht gibt es im Spiel irgendein Item, wo man so Art an Art aneinanderketten kann. Aber das fehlt so ein bisschen. Das Kombinieren der Arts. Ach, einfach so eine Frucht auf dem Boden. Naja, er lag ja auf der Lauer. Ach, der frisst die Früchte.Als Köder benutzen. Und der Hund geht zurück. Was hat er gemacht? Oh, und der Hund ist sofort ohnmächtig.いつ飛び出してきてもいいように。それにエッグベア。その凶暴な魔物の相手はカロル先生がやってくれるわけ。やだな。当然でしょう。私もお手伝いします。じゃあまあこれでちょっと森の中。Diese Gestankwolke. Aber war denn diese Frucht?Nicht nur bitter? Weil er hat doch gesagt, dass das sind die, die uns halt auch geholfen haben, hier zu überleben, weil wir die gefuttert haben. Aber wieso sondert die jetzt so ein Gestank aus? Wir haben die doch schon gefuttert. Da hat es doch nicht so gerochen. Also was hat der Knirps gemacht, damit da so eine Wolke entsteht? Warum ist die Wolke in der Wolke?
Oder jemand anderes wollte den schon ködern. Ja, finde ich auch schade. Tatsächlich wäre es auch cooler, wenn man mal in solchen Spielen nicht immer nur alles plättet, sondern sich mit ein paar Monstern auch anfreundet. Ich meine, wir sind doch hier in einer schönen Fantasiewelt. Gibt doch bestimmt irgendjemanden, der trotzdem mit diesen Monstern kommunizieren kann. Jemand, der im Wald lebt. Ja, so ein Tarzan. Warte mal, ich komme hier zurück. Das müssen wir ausnutzen, wenn ihr so schön in Reihung sieht stehen. Da können wir nicht irgendwas anderes kochen? Irgendwie will ich viel mehr kochen. Ich meine, wir haben noch genug Zutaten, ne? Aber ich brauche anscheinend Rezepte. Ah, ich hätte im Laden gucken sollen. Wir haben ja auf das Apfelsymbol gar nicht geklickt. Vielleicht hat der ja auch Rezepte zum Verkauf angeboten. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich habe die Hoffnung gehabt, dass man irgendwo in so eine kleine Höhle reinkrabbeln muss. Ja, dass es nicht nur schwarze Löcher sind, wo Monster rausgeschossen kommen, sondern dass man hier auch dann einen guten Punkt hat, um vielleicht durch irgendeine Art Tunnelsystem zu gelangen. Weil wenn ich jetzt noch weiter zurücklaufe, dann sind wir fast wieder draußen. Oh, ich hätte speichern sollen. Fuck. Ich habe völlig vergessen. Man ist es ja so gewohnt aus anderen Spielen, wenn du halt stirbst oder K.O. bist, kannst ja nochmal den Kampf machen, aber nein. Du musst da den Spielstand laden und ich hab nicht gespeichert. Naruhodo. Karol Sensei no Hanamagari Daisakusen wa seikou tte wake ka. Henna namae. Sou iu serifu wa shakitto tatte iu. Operation Stinkbombe ist aber noch nicht fertig. Nein, und ich kann nicht zurück, Mist. Ich muss blocken. Ja, ich lasse mir erstmal schön Zeit. So. Jetzt haben wir noch einen Bären. Nein, die sterben alle weg. Ich habe mich drauf geachtet, die sterben alle weg. Und ich habe leider auch so eingestellt, dass der Hund keine Items benutzen darf. Aber warum benutzen die anderen keine Items? Warum? Ja, komm hier, ich benutze selber. Wir haben ja genug Trank des Lebens. Wir haben eine Objektkulonzeit, Mist. Und fragt mich mal nicht, warum unser Held ab und zu nur Schritttempo einlegt. Ja, wobei, jetzt muss ich gar nicht unterstützen. Wir haben alle fast volle Lebenspunkte außer der Hund und... Estelle kann ja heilen. Dann spare ich mir die Items. Ja, nach oben werfen ist echt gut. Ja,
Ah, wir haben kein Eis mehr. Oh, Gott sei Dank. Ich habe erst überlegt, ob ich da so eine Untersuchungslupe draufhaue. Aber der hat gerade so schön nichts gemacht. Bärenfell. Und einen neuen Titel kriegen wir. Level Up haben wir auch bekommen. Und wo war jetzt die Bärenklaue? Naja, vielleicht die Klaue abhacken. Sie geht ganz leicht ab. Muss nur mal kurz drauf drücken. Ich warte, ich helfe euch. Esther war schön, okay, keiner. Naja, sicher ist man sich nie. Angst? Miri, ich hab keine Angst. Ich hab Parkinson, Junge. Oh, ich wollte schon sagen, dass wir jetzt sehen, wie hier einfach so brutal diese Klaue geholt wird, indem so ein Schwerthieb genutzt wurde. Oh, wir haben es geschafft und wir sind auch nicht gestorben, Gott sei Dank. Und ich will dahinter zum Monster. Abspeichern. Ja, hier speichern wir unbedingt ab. Oh, jetzt haben wir aber auch schon wieder über 50 Minuten gespielt. Ist echt blöd, weil ich will die Folge aber auch jetzt hier nicht beenden. Wir gehen auf jeden Fall zum Dorf erstmal zurück. Auch wenn die Gefahr sehr groß ist, dass dort eine ellenlange Geschichte erzählt wird, aber wer weiß. Ein paar Minuten haben wir noch. Und ich komme 100% nach hinten, indem ich da dieses eine Grasbüschelchen verbrenne. Könnte ich doch meinen Arsch drauf verwetten. Oder es gibt einen anderen Eingang zum Wald. Ja, das ist aber auch sehr unwahrscheinlich. Und ein Level Up bekommt man auch sehr schnell, habe ich das Gefühl. Aber auch hier darf man nicht vergessen, es gibt ja auch ein Höchstlevel. Was es ist, keine Ahnung, aber durch die Trophäe weiß ich, man kann Level 200 erreichen. Ist für das normale Durchspielen wahrscheinlich gar nicht notwendig. Und ja, wir spielen immer noch auf schwer. Ah, guck mal, wir werden hier sogar schon unterbrochen. LeBlanc! Wie hat denn der uns gefunden? Der ist uns echt hinterhergeschlüppert? Und der ist im Wald? Wieso ist denn der im Wald? Wenn der Wald den Ruf hat, dass er verflucht ist. Naja, vielleicht können wir ja die Frucht nochmal ausnutzen, um da so eine Gestanksbombe hinzuwerfen, um zu zeigen, hier, der Wald ist wirklich verflucht. Dann haben wir die erstmal vom Hals. Ja, von jedem was. Abhauen, sehr gute Idee. Das raschelt. Und wir können auch nicht mehr zurück. Das Spiel ist aber sehr, sehr hart, was das angeht. Backtracking. Du kannst fast nie irgendwo zurück. Ist ganz komisch. Es gibt sogar Nachtzyklus? Das ist mir neu. Das erste Mal, dass ich sowas sehe.
Und ihr müsst mal hier drauf achten, irgendwo gibt es wie gesagt ein paar Spots, die man abernten kann. Oder es ist nur dunkel, weil wir jetzt gerade die Zutaten haben und damit es hier eine bessere Wirkung hat, bedarf es der Nacht. Na, ich denke, ich werde doch nicht weiterspielen. Also wir sind jetzt erstmal hier heil angekommen. So weit, so gut. Aber ich werde hier abspeichern und damit soll es auch gut sein. Kurz mal pennen. Das kriegen wir noch hin. 150? Ja, komm, haben wir. Wir haben noch genug Kohle geholt. Und damit unterstützen wir auch die Stadt. Und dann ziehen wir uns nämlich im morgigen Part rein, was denn die Auswirkung ist unserer schönen Wanderstour. Ob wir wirklich dem Baum helfen können und dann, wie geht's halt weiter mit Flynn? Kommt er wirklich automatisch zurück? Ich denke nicht. Ich denke, wir müssen dem hinterher latschen. Aber das alles später. Ich sag vielen Dank fürs Zugucken bis hierhin und dann bis morgen, Rinjahauen und tschüss.